Also, ich fasse mal zusammen und mit Schreiben. Test, 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 1, 2, 3. Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich mache es kurz. Das ASG bekommt Flügel. Für unser Flügelprojekt brauchen wir noch ein wenig Hilfe von eurer Seite. Denkt euch über das Wochenende etwas Gutes aus. Alle Ideen bis spätestens Donnerstag, 8 Uhr in meinem Büro. Für die kreativste und beste Idee gibt es ein Abendessen mit mir im Seerestaurant. Ende der Durchsage. Also Mathilde, deine Idee war echt super. Danke. Ich weiß nicht, warum die anderen nicht auf eine angemessene Idee kamen. Das sind Oberstufenschüler. Ich verstehe das auch nicht. Die Idee war ja eigentlich richtig einfach. Ich verstehe das nicht. Ja. Also ich meine, du kennst doch die, das sind doch deine Klassenkameraden, ja. Oder? Also. Ich frage mich auch manchmal. Also machen wir das. Das ist genau. Eine gute Idee. Ja. Gut. Schön. Hallo Herr Lippel, vielen Dank für die Zeit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was Sie zu bieten haben. Ja, da brauchen Sie keine Angst haben, weil unsere Idee ist eh die beste. Also ich dachte mir Folgendes, Sie sehen hier neben mir diesen wirklich sehr sympathischen Mann in seinen besten Jahren. Er ist Oliver Flügel und nachdem wir ja das Motto Flügel haben, dachte ich mir, dass er der gute Repräsentant unserer Schule sein könnte. Hallo, gucken Sie, ich habe Flügel. Ach, die kann man alle Schüler verteilen. Aha, und was? Ich kann man ganz leicht selbst basteln, dann hat alle Flügel. Dann hat das ASG Flügel. Und ich bin dann der Nikolaus, oder wie? Meine Idee für die Schule wäre, wir haben ja eine Imkerei. Ja. Und alle Insekten haben Flügel. Ja, und? Also die Schule hat ja eigentlich schon Flügel. Das Flügelprojekt hier, ich habe in der Küche ein bisschen so Chicken Wings hier gemacht. Würde Ihnen das gefallen als Idee? Ich habe lange an einem Projekt gearbeitet. Viel Hirnschmalz. Ein vierter Flügel für das Gebäude des ASG. Sorry, ich bin zu spät. Ja, aber so bekommt man Flügel. Raus. Raus. Okay.
geriesnet. Ich hab doch einen ganz anderen Flügel gemeint. Unglaublich. Also, wenn Ihnen die ganzen anderen Ideen nicht gefallen, dann können wir natürlich trotzdem zusammen essen gehen, wenn Sie wollen.